Nee, warte, dann ist es ja nicht die neue. Kroll arbeitet an einer guten Idee. Achso, Kroll braucht einen Tag zum Beenden. Unsere tierischen Freunde brauchen einen bequemen. Achso, das haben wir jetzt schon abgegeben, oder was? Leute. Ja. Ich kann einladen, Tiere einladen. Aha. Aber wir haben doch noch nichts. Anscheinend doch. Wenn du draufklickst, kannst du die hier reinholen, ja? Ja, dann. Also ich kann sie einladen. Ja, der Einladebutton ist ja da, sobald die gezähmt sind. Glaube ich. Ja. Hey? Wirklich? Nicht? Ich hatte den gestern auch. Aber ich dachte, das geht nicht, weil. Hey, ja, dann mach doch. Holen wir sie uns rüber. Die jungen Ziegen oder was? Ja. Ich laufe gerade zu meiner Lotti. Wir holen sie alle rüber. Ja, gibt's denn da ein Limit? Wissen wir alles gar nicht, ne? Da ist meine Lotti. Ah, nee, es steht, Kroll entwirft immer noch einen Ort für die Tiere. Ja, braucht er noch einen Tag für. Kroll, aha. Schade. Ich bin umsonst hergelaufen. Ja, habe ich aus Absicht. Ja, toll. War mal wieder klar. Der Bait. Auch cool, dass die Tiere die ganze Zeit wechseln ihren Platz, ne? Ja. Okay, die sind alle schon. Ist auch schon. Ah, oh, hier die Ziegen, weißt du, die sehen so friedfertig aus. Ein schönes Miteinander. Absolut nicht realistisch. Wir sind Ziegenbesitzer, wir wissen das. Doch, wenn die grasen schon. Halbwegs. Ja, überwiegend, ja, das stimmt. Aber auch nicht zu 100% harmonisch. Auch nur, weil die genug Abstand dann haben beim Grasen. Scheiße, jetzt habe ich im Chat geguckt und verkackt. Ich hoffe, einmal kann man verkacken. Ja, es vertraut mir jetzt. Sehr gut. Es sind überall die ganze Zeit Früchte, geil, Mann. Beziehungsweise Sachen zum Ernten. Früchte, weißt du? Zwiebeln oder was das sein soll, oder Rüben, Früchte. Woher bekommt man denn die Wurzeln? Was für Wurzeln? Na, in der Quest, die wir da brauchen. Alle Wurzeln steht da. Welche Quest ist das? Ocker. Die von Ocker? Idee ansehen. Ich hab die. Ich hab 3 von 3. Hast du Pflanzen? Ja, ich hab alles dafür. Ja, dann geh da mal hin. Hä? Uns fehlen die Reichtümer. Noch 2800. Ach so, das hab ich nicht gesehen. Wir können uns noch gar nichts leisten, weil uns noch alles einfach fehlt. So, und das letzte Melodei für das kleine Babywarzenschwein. Es ist so süß. Einfach Warthog, weißt du? Als nächstes themen wir noch Eagle Eye. Oh, ich habe Monty gefunden. Der vertraut uns jetzt. Ja, den habe ich schon benannt. Das ist ein brauner Wolf. Ich kann ja noch ein Tier tamen. Aber warte mal, ich sehe aber gerade, ich sitze hier absolut scheiße. Ne? Ihr müsst ja nicht sehen, was es hier für Auswahlmöglichkeiten gibt. Ne? Hauptsache, ihr seht den Rest. So, passt das doch. Oh, hier geht's. Ist das Monty? Nee. Hier geht's Hunde. Ich denke mal, Monty ist Monty. Ne? Ah ja. Oha, eine neue Melodie. Ich habe noch nie Hunde in dem Spiel gesehen. Das sind Wölfe. Oh, Wölfe. Wenn man oben hinter der Höhle unter dem Wasserfall durchgeht, dann kommt man zu einer Abkürzung zum Dorf. Echt? Und da kann man, glaube ich, zum Dorf zurück teleportieren. Oha. Ja. Ja, cool. Die nächste Melodie gespielt. Hey, da guck ich doch mal nach. Ja, ich bin jetzt auch da, wo du gerade gesagt hast. Ich bin gerade in der Höhle drin.
Oha. Also man kann alleine reingehen. Sehr gut. Ja, da war das echt bloß wegen der Quest. Ja, ich mach sowas immer an regnerischen Tagen, da musst du dich nicht um alles kümmern. Abkürzung zum Dorf. Ach so. Ja. Ja, man Oha. Ist direkt unten. Man fällt einfach den Berg runter. Plumps. Da Vinci Resolve, eine uralte Version, vielleicht sollte ich mal eine aktuelle austesten. Hä, ist kostenlos, immer schön updaten, kann doch nichts schief gehen. Hier ist sogar eine Katze, achso. Wir haben ja sogar einen Hund hier im Dorf, ne? Ja. Ja gut, dann stecken wir erstmal wieder rein. Ich tue erstmal alles rein, ne, was wir so finden. Ich meine, wir können ja... Wir pflanzen ja eh irgendwann nochmal neu an, dann passt das ja. Hundert, Alter. Wir haben so viele Steine da drin, ne? Dann packe ich meinen 19, glaube ich, auch noch mit in die Abgabekiste rein. Wir haben ja in den Minen endlos viele, von daher, das passt, glaube ich. Das passt. So, ich würde jetzt nochmal meine Energie leer machen am Feld. Glaube ich. Können wir irgendwas herstellen, irgendwas craften? Was ist das denn hier? Geschwindigkeit für... Achso, ja, genau. Das ist ja mein Perk. Aber... Erhöht die Wachstumsrate deiner Pflanzen. Das muss ja auch fürs ganze Dorf zählen, oder nicht? Weiß ich nicht, ich denke mal schon. Ja, weil wenn Are jetzt anpflanzt und ich kümmere mich die ganze Zeit drum zum Beispiel, dann muss das doch trotzdem irgendwie zählen. Oder wenn ich die anpflanze und ich mache gar nichts mehr dann und ihr kümmert euch die ganze Zeit drum, also weiß ich nicht. Ja, das wird schon zählen, denke ich mal. Wir haben schon wieder Samen ohne Ende. Ich würde ja gerne schon Felder anlegen für also weißt du, so 3x3 Felder. Oder 5x5, ne 5x5. Da musst du das erstmal wachsen, du kannst aber schon welche für die neuen machen. Ja, genau. Und da wird es schon wieder duster. Achso, warte mal, das Kanalplugin können wir wieder anmachen, ne? So. Sorry. Aber ich bin wieder drauf gekommen. Moin Darkstar, ich grüße. Wie machst du, dass die Videolänge, die angezeigt wird, auf 100% bleibt? Wie meinst du das? Das verstehe ich nicht ganz. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Weil grundsätzlich müsste das eigentlich immer so sein, oder nicht? So kriegt man die wieder weg. Hm. Ja, ist jetzt nicht so cool. Das heißt, das neue Feld geht komplett in das alte Feld über. Ja, dann werden wir hier... Was ist das? Wo sehe ich denn, welche Samen ich habe? Da, ne? Kartoffel, okay, dann kommen hier oben Kartoffeln rein. Zack, zack. Oh, zwei Kartoffeln, perfekt. Wenn man das Video in 200% Geschwindigkeit anschaut, ist die erste Minute, ist die eine Minute Videolänge ja nur 3 Sekunden. Ja, genau. Wenn man dann die Geschwindigkeit wieder runterstellt. Ja, dann ist ja wieder 30 Sekunden. Ja, dann versucht das Video schneller anzusehen.
Aber es sollte dadurch nicht die Länge beeinflussen. Ja gut, aber wenn du jetzt von dem Video an sich die Playtime einfach veränderst, dann ist ja natürlich, dass das... Also das kann man ja da nicht ändern. Es wird spät. Ja. Okay. Das kann man ja dann nicht ändern. Also dann musst du ja was von dem Existierenden rausschneiden. Oder wolltest du dir das einfach nur in langsam angucken, aber nicht das Video an sich? Also du wolltest es einfach nur in Zeitlupe angucken, nicht wirklich in Zeitlupe haben. Okay, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ich komme. Ich komme mit. Genau, ach so. Ja, wie gesagt, ich habe DaVinci leider noch nie benutzt. Kann ich dir nicht sagen. Leider. Das weiß ich nicht. Plus 1200. Wenn es so weitergeht, brauchen wir ja nochmal 2 Tage für, ne? Naja, aber... Langsam ernährt sich das Eichhörnchen oder so ähnlich, sagt man doch. Speichern. Bitte funktioniere. Ja, aber grundsätzlich wird doch in DaVinci wahrscheinlich irgendwo im Play-Window was sein, um das machen zu können, oder? Wäre doch am naheliegendsten. Ach, hat er auch schon mit DaVinci was gemacht? Eindeutig ja. Wir können jetzt ein eigenes Haus bauen. Ich lade die Tiere ein. Ja. Hast du denn da schon was herausgefunden? Ist es schon fertig mit den Tieren jetzt? Oder baut er noch? Er braucht angeblich einen Tag. Sehen wir auf J hier. Beendet eine Idee. Er hat sie beendet. Wir müssen ihn jetzt aufsuchen. Ja. Such die mal auf. Ich gehe jetzt zu den Tieren. Okay. Wo ist er denn? Ach ja, da unten. Wir haben da noch eine Quest, glaube ich. Offen. Kann sich ja auch jemand drum kümmern. Ich gehe zu Kroll. Irgendwo hier unten. Bei dem fremden Feld, um das ich mich gekümmert habe. Lol, sie lackiert sogar die Brücke schon. Ja. Ich glaube, die Tiere hätten gerne etwas Ähnliches wie unsere Häuser. Wir werden es kleinen Stall nennen. Dann gibt es einen Platz zum Schlafen und frisches Wasser, damit sie nicht zum Fluss gehen müssen. Du hast genug Material, um einen Stall zu bauen. Oha, ich soll den jetzt hier platzieren. Aber schlechte Nachrichten. Ja, dafür sind die mehreren Felder. Ach nein. Hä, das ist ja dumm. Ich dachte, wir können das Dorf komplett so bauen, wie wir wollen. Wo soll ich denn das platzieren? Na, auf. Ach, du kannst gar nicht zu den anderen Feldern wechseln? Nee, zumindest noch nicht, ne. Ach doch. Feld Nummer. Ah doch. Ja, aber das ist ja komplett zu. Da müsste jetzt einer mal schnell hier runterkommen und das machen. Ara, bist du in der Nähe? Ja. Hast du Bock, hier Felder wegzumachen? Sag mir, was ich machen soll, ich mach das. Okay, ich hab mal... Hast du den Stream offen? Dann siehst du das auch ein bisschen. Genau, dieses untere Feld. Du musst zuerst entscheiden, wo das Haus hin soll, ne? Ja, ich würde sagen, hier so hin. Ja. Genau. Dann warte ich hier in der Ansicht, ein Ara macht weg. Also, du bist oben rechts in der Ecke, okay. Oben rechts. Achso, ja genau, von dem unteren Feld. Ja, 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 ja. Siehst du mich jetzt? Ja, perfekt. Okay. Direkt in die Ecke, Schnucki, oder? Ja, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob wir Zäune später bauen. Achso, ja, okay, dann. Dann lass lieber überall eins frei am besten. Zaun direkt ans Haus dran oder noch mit Laufweg? Baum wegmachen? Nee, so geht's schon so. Okay. Ja genau, Baum muss weg, ja. Was? Kannst du den Baum wegmachen, ne? Ja, wahrscheinlich. Was ist gerade? Also eigentlich nicht. Überall kommt immer, wir brauchen ein besseres Werkzeug. Ja, der Baum ging weg. Oha, da kommt voll viel Holz raus. So, theoretisch sind es nur noch 2 Sachen da unten. Der Stein. Hä, lol. Das wird mir alles gar nicht als Kollision angezeigt.
Genau, es sind eigentlich nur noch die Steine drin. Auf doch! Und du musst die Felder wieder umgraben. Gott, ich glaube, das kriege ich nicht down. Den großen? Oh nein, okay. Also wenn keine Anzeige kommt, müsste es gehen. Besseres Werkzeug kann ich nicht. Okay. Ja, dann muss ich den doch hier. Ja, okay. Weit, ja. Okay, dann muss Ara dann auch noch raus aus dem Gebiet und dann platziere ich. Zustellen. Ist da was aufgetaucht bei dir, Ara? Ja, ne. Das ist großartig. Oh, baut ihr da jetzt auch nochmal dran? Ich werde bald mit der Arbeit beginnen, ja. Oh. Ja, toll. Das war viel zu lange. So, 10 Bachetiere können eingeladen werden, auf den Feldern zu leben, sobald sie vollständig eingestimmt sind. Zuerst musst du einen Tierstall bauen, in dem du sie in dem sie leben können. Die Tiere müssen jeden Tag fressen. Jeden Morgen gehen sie nach draußen, um zu grasen. Okay, also wir müssen ihnen auch noch Gras geben in ihr Gehege. Du kannst auch ihre Tröge füllen, damit sie etwas zu fressen haben, wenn sie draußen kein Gras finden können. Sie können damit Fasern und Körner gefüllt, mit Fasern und Körnern gefüllt werden. Ich baue schon mal. Alle Tiere haben eine Motivationsanzeige. Tiere, die am Vortag nicht gefüttert wurden, sind hungrig und wollen nicht so viel mit dir interagieren. Ein hungriges Tier kann von Hand gefüttert werden, um seinen Hunger an diesem Tag zu stillen. Schuppen müssen regelmäßig gereinigt werden. Ach du Scheiße, ist das Arbeit! Wenn es schmutzig bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier krank wird. Oh nein, die können krank werden. Ich sehe unsere Tiere alle sterben. Ich sehe sie alle sterben. Die halten wir doch niemals am Leben. Na egal, wir probieren's. Moin Gandalf. Ja, ihr habt doch gesagt, das ist das Wichtigste an dem Spiel, das Coolste, die Tiere. Ja, aber das ist ja schon ein krasses Feature. Also in keinem... Also ist jetzt keine Beschwerde, ich find's cool. Also Gras ist ja das, was hier noch ist, ne? Da wo wir durchlaufen. Ja genau, theoretisch müssten wir das gar nicht abbauen, ja. Aber die fressen das halt, ne? Es verschwindet wahrscheinlich irgendwann. Also wir müssen denen auch irgendwann Heu geben. Also Gras würde ich hier unten jetzt erstmal nicht mehr wegmachen, nur die Steine. Naja. Und Holz. Aber Holz für die Zäune. Ja, Holz kannst du auch wegmachen. Ich habe ganz viel in die Kiste reingepackt, ne? Immer in der Kiste gucken. Habe ich schon rausgeholt. Ach so. Aber als du die jetzt erst reingemacht hast, dann habe ich sie nicht. Aber also ein paar habe ich wieder reingemacht von vorhin. Du kannst ja auch mit der Hand füttern, ne? Also falls wir das Gras alles abgebaut haben, können wir die auch so füttern. Ja, und wir können doch auch Gras anbauen, oder? Oder Heu? Ich habe keine Samen dafür, aber kann man eigentlich in jedem Stardew Harvest Moon machen, ja. Ich denke mal, dass das hier... Ja, muss ja, weil sonst sterben die ja definitiv irgendwann. Muss sich irgendwie um die kümmern können. Steinbock vertraut dir jetzt. Willst du es in den Clan aufnehmen? Vielleicht später? Ja. Ja, da müssen wir halt gucken, wie viel Platz das hat, ne? Das wird wahrscheinlich nicht für alle reichen. Ja, ja. Soll ich das machen? Ja, wir haben ja noch nichts, wie gesagt. Ja, der fragt mich jetzt hier, was soll ich klicken? Vielleicht später? Ja, müssen wir. Ja. Geht ja noch nicht. Ja. Aber du kannst gerne probieren, vielleicht geht's, aber der Stall muss ja erst noch gebaut werden, jetzt in den nächsten Tagen. Aber vielleicht klappt's ja schon, dann läuft halt hier rum. Ach so, nee. Es kommt dann auch wieder die gleiche Nachricht, alles klar. Bitte keine virtuellen Tiere ausbeuten. Naja, weiß ich nicht, also... Schnucki. Wäre schön, wenn die Nutzen hätten. Was denn? Ich hab ein Problem, ich kann hier nicht die Zäune richtig setzen wegen... Wegen? Diesen Stein hier. Ja, was soll ich sagen? Also, hä? Kann ich auch nichts für. Bist du verrückt oder was? Bist du verrückt? Was ist das jetzt hier? Das ist, was ist das? Achso, Quinoa-Samen, ne? Quinoa wird das wahrscheinlich, ja, das müsste Quinoa sein. Ja komm, dann bauen wir einmal noch Quinoa an. Das kommt dann hier aufs Feld.
könnte man so coole Musik draus machen aus den Liedern hier. Ich würde am liebsten immer gleich mitsingen, aber nee. Mach doch. Nein! Ich hab da nichts dagegen. Angst. Ich hab da nichts dagegen.